Es könnte bald eine noch nie dagewesene Neuerung in Rocket League geben. Und zwar könnten wir bald alle Regenbogen-Paintings haben und eventuell sogar die Alpha-Items. Und hier hast du es zuerst gehört. Wie genau ich darauf komme, erfahrt ihr gleich. Aber meine These kommt aus dem neuen Rocket League Sideswipe-Update. Seid also gerne gespannt. Und wenn du noch Credits brauchst für den Dominus in Gold, dann checke doch gerne Aerial.exchange ab. Dort sind die Credits auf jeden Fall günstiger als woanders. Und so kaufst du dort ein. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblings-Items suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code AnyArt nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Wer von euch spielt eigentlich noch Rocket League Sideswipe? Das ist eigentlich das echt geile Mobile-Game von Rocket League, wo du bei Ones, Twos oder Threes mit dem Octane deinen Gegner ordentlich flip-resetten kannst. Ich muss zugeben, ich habe es schon wirklich lange nicht mehr gespielt, aber ich schaue mir zwischendurch immer mal die Neuerungen an und da ist mir jetzt vor kurzem etwas aufgefallen. Denn wenn wir uns mal diese Sideswipe-Garage angucken, dann sehen wir oben links etwas, das nennt sich Collections. Und wie ihr auch sehen könnt, gibt es jetzt bei den verschiedenen Items eine 0 von 12, 0 von 13, 0 von 11 und einen Pinsel, der daneben aufgezeichnet ist. Nanu, das heißt was? Es ist super simpel und zwar, wenn du alle Painted-Varianten eines Items hast, heißt von Titanium White bis hin zu Schwarz, Kobaltblau und auch Safrangelb, dann bekommst du von diesem Item eine chromatisch lackierte Version. Heißt also eine Regenbogenfarbe. Und ich habe euch das mal nachgebaut, denn so ungefähr könnte ein Octane in Regenbogenfarben aussehen. Die Lackierung wird animiert sein, wahrscheinlich auch in allen Farben, die es von dem Item eben auch gibt. In meiner Animation sind es nur 4 Farben, aber ich wollte euch mal ungefähr zeigen, wie das Ganze aussehen könnte, damit ihr euch schon mal ein Bild davon machen könnt. Ey, ganz ehrlich, ich würde sowas in Rocket League unfassbar feiern, oder? Endlich würde es Sinn machen, alle Lackierungen zu behalten und nicht irgendwie dumme Upgrades zu machen, weil du denkst, ey, jetzt habe ich den 5. Dingo in Safrangelb, wohin noch mit dem? Nein, du könntest also auch neben deinen Rocket League Skills ein Item-Messi werden. Ist das nicht cool? Items sammeln, eine Kollektion vervollständigen und dafür eben tolle, richtig krasse Items bekommen. Aber was hat das mit den Alpha-Items zu tun? Neben den Belohnungen für alle gesammelten Painted-Items gibt es auch Belohnungen für gesammelte Raketenspuren und Räder. Das heißt, wenn du alle Raketenspuren sammelst, bekommst du die Goldrausch-Raketenspur und wenn du alle Räder sammelst, bekommst du Goldstein-Räder. Das könnte also in Rocket League bedeuten, wenn du alle Raketenspuren einmal besitzt, dann könntest du eventuell den Alpha-Boost bekommen. Okay, ich weiß, das klingt super unrealistisch, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, der TW-Octane war jetzt zum Beispiel auch im Shop, warum kann man da nicht für alle die, die alle Items sammeln, irgendwie auch die Alpha-Items anbieten? Das wäre auf jeden Fall eine kleine Anzahl an Spieler und nicht kaufbar für jeden, aber trotzdem der Impact, das Sammelfieber, das wäre schon auf jeden Fall da, oder? Das heißt, das Traden würde viel attraktiver werden, weil du eben eventuell irgendein Billo-Item noch unbedingt brauchst, heißt irgendwelche Räder wie Apparatus-Räder oder so, die du eh eigentlich wegschmeißen würdest, die könntest du vielleicht nochmal traden, weil ein anderer die braucht. Oh Junge, ganz ehrlich, darauf habe ich unfassbar Bock. Aber schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von meiner Idee? Sollte man auch in Rocket League Kollektionen anbieten, heißt Items sammeln, um eben eventuell Alpha-Rewards zu bekommen oder eben auch andere Rewards, keine Ahnung was genau. Aber ey, wohin denn sonst mit euren ganzen Items, wenn man die nicht irgendwie sammeln kann, oder? Und schreibt mir in demselben Atemzug auch nochmal eure Meinung zu den chromatischen Lackierungen, heißt zum Octane, der in vielen verschiedenen Farben aufblühen könnte. Versteht mich bitte nicht falsch. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nur eine Kann-Methode. In Sideswipe gibt es sowas faktisch auf jeden Fall ab jetzt. Könnt ihr also gerne jetzt selber mal ausprobieren. Aber was spricht dagegen, das nicht eventuell auch in der Jubiläums-Season, Season 10, anzubieten und eben abzudaten? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Psyonix das gerade erstmal testet, wie das Ganze bei Sideswipe ankommen wird und dann eventuell in Rocket League implementieren könnte. Ich wäre auf jeden Fall super hyped. Das würde unfassbar Bock machen, ganz ehrlich. Aber ich bin gespannt auf eure Resonanz, auf eure Meinung. Schreibt sie mir super gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und darauf freue ich mich schon sehr. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen und ciao.